Zombie Apocalypse. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt geht genau diese Rene. Ich wollte eigentlich gerade meine zwei Stiegen Wein abholen. Deshalb bin ich jetzt extra mit meinem Pickup hergefahren. In den unpassendsten Momenten kommt hier ein Einsatz rein. Das darf nicht wahr sein. So, bevor ich loslege, willkommen, lieber Zuschauer, zu einer neuen Folge vom LS17. Ich bin wieder in Altkirch. Wie geil ist das denn? Hier war ich schon lange nicht mehr. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge LS17 mit der Feuerwehrmod. So, wisst ihr noch, was eigentlich hier abgeht? Was hier los ist? Ja, ich bin eigentlich theoretisch in der Freiwilligen Feuerwehr Karsbach, wo ich jetzt hinfahre. Da läuft aktuell auch gerade die Sirene. Fahren wir mal rüber. Ich bin gespannt, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Also ob das Auto voll wird, meinte ich. Ja, das ist immer so eine Sache. Die meisten Mitmenschen im Dorf von Karsbach wohnen weiter weg. Ja, und die arbeiten natürlich auch tagsüber in der Woche. Also wird es, denke ich mal, ganz schön kompliziert werden. Ja, das Auto steht noch drin, ehrlich gesagt. Also ja, mal gucken, was wir jetzt hier wie machen können. So, Auto lasse ich mal abgeschlossen. Nicht, dass jemand klaut, aber die Bewohner passen eigentlich auf. Ist noch nicht mal aufgeschlossen, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, was haben wir denn? Moin! Hier ist ja jemand. VU! Auf der Hauptstraße. Alles klar. Ich fahr schon mal Auto raus, nicht? So. Ach Gott. Mit unseren alten Schlitten müssen wir jetzt zum Verkehrsunfall. Naja, wenigstens so alt, so ein 24-Stunden-Brand. Da haben wir schon mal Glück gehabt mit dem Fahrzeug. Da hat die Pumpe versagt. Dann konnten wir wieder zurückfahren. Ne? Da ist ein Verkehrsunfall, kriegen wir locker hin. Ich ziehe mich erstmal um. Und dann wird's gleich zum Unfallort gehen. Und was habe ich gesagt? Wir kriegen das Auto nicht voll. Also wir sind jetzt gerade 5 Leute. Das gibt's doch gar nicht. 5 Leute! Natürlich wurde jetzt auch die Nachbarwehr mit alarmiert. Das kannst du doch keinem erzählen, ja, ey. Das darf doch nicht wahr sein. So ein großes Auto, so ein kleiner Ort. Und dann kriegen wir hier so wenig Leute zusammen. Meistens ist das Auto mal voll, aber dann ist auch Wochenende, dann merkt man das schon. So, Leute. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem neuen Video, mit einer neuen Einsatzfahrt, mit dem 1116 TS. Das ist so ein wunderbares Fahrzeug. Oh, ein Turbo. Das Ding hat locker 300 PS. Nee, Quatsch. Nee, nicht mal ansatzweise. So, los geht's, würde ich sagen. Ab zum Verkehrsunfall auf der Hauptstraße 1. Natürlich nicht in Karsbach. Die Pole ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt nur noch uns aufstellen und zu den Fahrzeugen vorrücken. Also ich mache mal den HWS an. Warnblinkers an. Lass mal ein bisschen die linke Spur frei für die nächsten Einsatzkräfte, die jetzt gleich eintreffen werden. Wir werden jetzt erstmal mit den Kollegen von der Polizei reden. Also das macht quasi jetzt unser Gruppenführer. Die Pol ist schon vor Ort. Die weist uns jetzt ein, was genau passiert ist. Und die sprechen jetzt gerade hier mit unserem Gruppenführer. So, und die Polizisten stehen dann daneben. Die werde ich jetzt noch einmal aufbauen. Und dann haben wir die auch aufgestellt. Ich finde das immer besser, ehrlich gesagt, wenn da auch irgendwie was zu sehen ist. Ne? Dann sieht man auch, dass hier gerade was passiert. Ja, und das sind jetzt hier die Polizisten. So, die weisen gerade den Gruppenführer ein. Ja, und dann geht es hier eigentlich auch schon rucki-zucki los zu diesem neuen Einsatz. So, die Kollegen, oh, ups, die rüsten sich gerade aus. Steht der jetzt richtig? Ne, der steht auf der Polizistin. Ups. So, die gucken sich jetzt das Auto an. Und dann haben wir erstmal hier die
Kollegen aufgestellt. 1, 2, 3, 4, 5. So, den einen muss ich wieder wegnehmen, Leute. Das tut mir leid. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Also der schwebt da drüber jetzt hier. Guck mal. Den nehmen wir mal ganz schnell weg hier. Das sieht sonst ganz, ganz merkwürdig aus. So, also wir wurden jetzt gerade aufgeklärt, was jetzt genau passiert ist. Also wir haben 2 verunfallte PKWs. Ein PKW gegen Strommast, der andere PKW dahinter. Große Ölspur. Wir haben 2 verletzte Personen in diesem PKW. Die andere Person geht's gut. Und die müssen wir jetzt erstmal versorgen. Rettungsdienst wird jetzt auch gleich eintreffen. Ich hole jetzt erstmal in der Zwischenzeit die nächsten Kollegen. Also die brauchen wir auf jeden Fall hier. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt da hinkommen. Das ist nämlich jetzt die, ja, die große Feuerwehr Altkirch. Die ist hier überhaupt nicht aufgeräumt. Die werden jetzt aber hier alarmiert zu diesem Einsatz. Ich nehme das LF einmal mit raus. Ich habe gerade überlegt, es ist hier gar kein... Nee, ich habe gar keinen Rüstwagen, siehst du? Naja, egal. Nee, ich nehme mal das LF mit raus. Die anderen Fahrzeuge stehen leider noch hier alle ein bisschen kreuz und quer. Also alle, die draußen stehen, außer das LF jetzt hier, sind noch nicht einsatzbereit. Weil das alles noch im Aufbau ist hier ungefähr, ne? Und das dauert halt seine Zeit. Ja, dann kommt das LF jetzt mit raus und wir fahren rüber zum Verkehrsunfall. So, wir nehmen mal die große Tour jetzt hier. Wir sind jetzt gleich vor Ort und sind gleich auf der richtigen Straße. So, der nächste Kreisverkehr kommt. Aber jetzt sind wir gleich da, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Das LF ist am Einsatzort eingetroffen. So, wir stellen uns einmal hier auf. Warte mal. Ich stehe total schief hier. Ich stelle das mal eben ein bisschen gerade, ne? Sieht sonst ein bisschen komisch aus, wenn ich das jetzt so ganz, ganz komisch dahin stelle. So, das LF lassen wir einmal hier vorne stehen. Und dann können wir erstmal aufmachen. Und die Kollegen gehen jetzt auch gleich vor zu den verunfallten Fahrzeugen und wird sich darum erstmal kümmern. Ne? So, ein Fahrzeug sichert den Brandschutz ab und ein Fahrzeug geht zur Menschenrettung vor, beziehungsweise zur TH-Rettung. So, wie kriegen wir denn hier? Das lassen wir so. Okay, das haben wir offen. Die Klappen sind offen, das haben wir. Keyboard 4. Umfeldbeleuchtung hier. So, 5. So, jetzt haben wir's. Sieht schon schön aus, ne? So, Umfeldbeleuchtung, ja. Wunderschönes Fahrzeug. Außer die TS ist ein bisschen hoch, finde ich. Ist ganz unpraktisch. Da renkst du ja alles aus, ey. So, dann werden wir die gleich mal aufbauen. So, der Rettungsdienst ist ja vor Ort. Habt ihr noch gar nicht gesehen, ne?
Die sind alle jetzt hier nach und nach eingetroffen. So. Muss ich erstmal richtig hin switchen. Das ist erstmal hier. Das ist der TH-Satz, den wir auf jeden Fall brauchen. Der wurde hier fein säuberlich aufgebaut nach DIN-Norm. Dann haben wir hier den Brandschutz. Hydrant wurde installiert. Also das Standrohr wurde installiert, so. Polizei und hier ist der Rettungsdienst. So, der hat sich hier nämlich hingestellt. Hier an die Seite. So. Und so. So, und einen brauchen wir noch. Der stellt sich dann hier vorne auf. Der kam nämlich von einer anderen Richtung, von der anderen Seite. So, tschüss! Was? RTW müde, habe ich gerade gesehen. Manchmal ist komisch, ne? Wie verhext manchmal? Ganz, 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 ganz merkwürdig. Nochmal rüber zu den Feuerwehrleuten. Hier sind sie nämlich. Gruppenführer 11. Genau. So. Die haben wir alle hier, die Kameraden und Kollegen. Abschnittsleiter haben wir nicht. Ich denke mal, das reicht ja eigentlich, ne? So viel müssen wir jetzt gar nicht hier aufbauen. Also, das sollte eigentlich reichen. Was ich noch suche ist, Halligentour, Notfallrucksack. Nee. ich finde es jetzt gerade nicht. Nee, dann lassen wir das einfach mal. Dann baue ich jetzt hier noch ein paar Kollegen hin. Achso, nee, das war der falsche. Feuerwehrmann wollte ich gerade. Die stellen wir uns hier schön auf, dass es immer so ein bisschen lebendiger aussieht. Ja, ich weiß, ihr findet das auch besser. Also der größte Teil von euch, von meinen Zuschauern. Ich finde das immer ein bisschen schöner, wenn man das jetzt macht im Video, dass man auch sehen kann, dass hier halt, wie gesagt, was passiert. Sonst ist es immer so unschön. Sieht immer so aus, als ob hier gar nichts los ist, ne? So, und dann haben wir natürlich noch die Absicherung der Straße. Hier ist ja gerade der RTW durch. Hier ist komplett einmal abgesichert. Hier ist zu. Hier kommt keiner mehr durch. So, Polizei steht ja auch da. Die sind Ersteintreffen gewesen, haben sich aufgebaut, haben auch gleich die Klapptafel installiert, dass man das auch von Weitem gut erkennen kann. Ja, also hier hat alles richtig, richtig gut funktioniert, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Ne? Also dafür, dass die Feuerwehr Karsbach wirklich nur mit 5 Kollegen ausgerückt ist, haben die richtig tolle Arbeit geleistet. Also wirklich mal Applaus an die freiwilligen Feuerwehren. Ne? Ne, abgesehen mal von der Feuerwehr Altkirch, die haben auch hauptamtliche Mitglieder oder Kameraden. Die sind natürlich immer einsatzbereit. Also egal welcher Tag, die können immer schnell ausrücken, egal wohin. Das ist bei der Feuerwehr Karsbach nicht der Fall. Ja, aber trotzdem, hat richtig gut funktioniert. Davon von mir erstmal ein fettes Lob und einen fetten Daumen nach oben. Ich hoffe, den lasst ihr mir auch da, liebe Zuschauer. Ich würde mich sehr freuen, ne, wenn ihr das macht. Dann sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge und dann weiß ich auch, dass ich weitere Videos machen soll. Hier von dem L17 mit der Feuerwehrmod. Ja, und an dieser Stelle, ich mache hier mal einen Cut rein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen dann. Ne? Und Einsatzwünsche auch gerne mal unter dem Video reinschreiben, was ihr euch so wünscht für die nächsten Einsätze im LS17. Bin ich mal gespannt, was da alles so zusammenkommt von euch. So, naja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, würde ich sagen, lieber Zuschauer. Machet gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Lasst mir gerne ein Like da. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Mach's gut, wir sehen uns, bis dann und ciao.